Der Millionär Jim Rogers hat sich mit einem interessanten Zitat gemeldet. Wenn das passiert, dann werde ich Gold kaufen. Was aktuell am Goldmarkt so passiert, das erfährst du in unserem heutigen Beitrag. Es geht um die Frage, sollte ich in Goldminenaktien einsteigen oder auch andere Rohstoffe auf dem Plan haben? Denn der Millionär Jim Rogers hat ja immer wieder in der Vergangenheit richtig prognostiziert, dass der Edelmetallmarkt im Speziellen, aber auch der Rohstoffmarkt im Allgemeinen steigen wird. Das Ganze sieht man allerdings jetzt aktuell bei Silber und Gold eher weniger. Die beiden Edelmetalle befinden sich momentan in der Korrekturphase. Deswegen beschrieb Jim Rogers kürzlich ein bestimmtes Szenario, bei dem er verstärkt Gold und Silber kaufen würde. Und er beantwortet damit ebenfalls die Frage, ob Silber oder Gold mehr oder weniger geeignet sind als Vermögensspeicher und wer diesen Kampf zwischen Gold und Silber wirklich gewinnen kann. Kaufen Sie aktuell Gold und wenn ja, warum? Oder greifen Sie zu anderen Edelmetallen wie Silber oder Platin? Wir starten direkt rein mit Jim Rogers erster Prognose. Die liegt einfach auf der Hand. Er rechnet wie viele von uns mit einer sehr starken Inflation. Gerade im Sachwertebereich sehen wir stark explodierende Preise. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass selbst ungedecktes, frisch gedrucktes Geld immer über kurz oder lang in Sachwerte investiert wird. Warum? Aus einer Angst heraus, dass das Geld wegen eben dieser Inflation an Wert verliert, wenn man es nicht ausgibt. Und immer, wenn es sehr viel Liquidität an den Märkten gibt, dann werden die Superreichen und die Finanzeliten unter anderem auch Gold und andere Edelmetalle kaufen. Kleine Investoren konzentrieren sich eher auf Silber und Edelsteine aufgrund der geringeren Einstiegshürde. Inflation, das muss man schon zugeben, wirkt stets positiv auf die Preisentwicklung für Sachwerte. Die Geldentwertung ist also auch ein Freund von Silber und Gold. Ihr begrenztes Vorkommen tut dann das Übrige. Die jüngsten Corona-bedingten Turbulenzen sorgten für Einbußen bei Silber. Investoren in Silber haben mittlerweile 50% vom Allzeithoch eingebüßt. Man muss dazu sagen, dass dieses Allzeithoch mittlerweile 10 Jahre zurückliegt, als der Kilopreis bei ca. 800 Euro lag. Jim Rogers stellt klar, er ist nach wie vor sehr von Gold und Silber überzeugt. Dennoch wartet er momentan noch ab. Er wartet mit dem Nachkaufen ab, weil er denkt, dass sich der Silberpreis in naher Zukunft noch einmal nach unten korrigieren könnte. Er sieht hier noch immer eine negative Tendenz, weil viele Marktteilnehmer weiterhin in ihrer Aktien-Euphorie verharren und nicht aufhören, Aktien zu kaufen. Rogers ist also einerseits optimistisch, auch was die Rohstoffpreise angeht. Denn die Wirtschaft hat sich erholt. Sie braucht Rohstoffe wie Nickel, Blei, Zink und Kupfer. Deswegen geht er auch davon aus, wenn wirklich viele Anleger so denken, dass wir dann auch keine so dramatische Krise durchlaufen müssen, wie oft angekündigt. Andererseits meint der Millionär aber, dass dieses Gefühl, schon in Sicherheit zu sein, trügen kann. Ganz nach dem Motto, tja, jetzt hatten die Crash-Propheten also falsch gelegen. Ein fataler Fehler. Genau dann, wenn die Mehrzahl der Anleger glaubt, ihre Flucht in Aktien war der richtige Schritt, um Vermögen zu retten, genau dann ist der Zeitpunkt für die Krise gekommen. Denn die Krise kommt leider immer dann, wenn es keiner erwartet. Im März 2020 war absolut niemand davon ausgegangen, dass eine Fledermaus irgendwo in Wuhan die Börsenkurse zum Explodieren bringt. Aber was nach oben fliegt, muss wieder nach unten kommen. Laut Rogers bewegen wir uns momentan auf einem schmalen Grat. Viele Marktexperten behaupten, die Krise sei bereits vorbei. Wir hätten Wirtschaftswachstum und es wird jetzt noch weiter nach oben gehen wie in den vergangenen Corona-Monaten. Und die Crash-Propheten haben dem nichts mehr entgegenzusetzen. Genau dann schnappt die Falle zu. Jim Rogers nennt keinen konkreten Einstiegspunkt für Gold und Silber. Er sagt jetzt nicht, wenn die Unze Gold bei 1.100 Euro steht, dann kaufe ich. Er hat Gold und Silber nur wieder auf seiner Watchlist. Erst nach der nächsten Korrektur nach unten wird er zupacken. Für ihn steht fest, dass Gold und Silber in der nächsten Zeit noch einmal Korrekturen nach unten erleben müssen. Das liegt einfach daran, dass die gesamte Börse noch immer auf einer Welle der Euphorie schwimmt. Eine Korrektur ist überfällig. Die jüngsten Nachrichten aus der realen Wirtschaft sind auch nicht gerade optimistisch. Da braut sich was zusammen. Es steht lange nicht so gut um unsere Wirtschaft, wie manch einer glaubt. Deswegen ist mein Rat,
Wenn Sie wirklich davon ausgehen, dass langfristig gesehen der Crash kommen wird, dann sollten Sie schon jetzt einen Teil Ihrer Investitionen in Silber und Gold parken. Dann sind Sie langfristig abgesichert. Wenn die Krise erstmal da ist, dann wird der Zeitpunkt für einen Einstieg in Edelmetalle bereits zu spät sein. Lassen Sie uns noch einen anderen Aspekt in Sachen Gold- und Silber-Investments betrachten. Es ist allgemein bekannt, dass Marktmanipulation am Gold- und Silberpreis stattfindet. Die Edelmetalle sind da keine Ausnahme, aber es ist jetzt nicht so, dass die Großbanken dort den Daumen drauf haben. Ja, das ist natürlich auch der Fall, aber durch den Futures-Markt und die damit verbundenen vielen Wetten wird der Goldpreis momentan künstlich niedrig gehalten. Es sind nur einige wenige Spielverderber, die hier manipulieren. Dieser künstliche Druck nach unten ist also nicht zu weit weg vom realen Trend. Aber es gibt tatsächlich auch eine Handelsbeschränkung für Gold, die wirklich beim Goldpreis Auswirkungen zeigt. Gold wird daher nie so impulsiv reagieren wie beispielsweise Tesla oder Pharmaaktien. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn es eine Aktie, nehmen wir einfach einen unbekannten Pharma-Penny-Stock mit sehr geringer Marktkapitalisierung, in die Nachrichten schafft, dann schießt der Aktienpreis womöglich hoch. Zum Beispiel kann die Firma ein neues Heilmittel gegen Krebs erfunden haben. Sie können sich das gerade jetzt in Corona-Zeiten gut vorstellen. Es gab in der jüngsten Vergangenheit genügend Beispiele. Das Unternehmen hatte also jahrelang geforscht, war aber bisher nicht profitabel. Auf einmal schießt das Unternehmen um fette 1000% nach oben, das innerhalb von wenigen Sekunden. So schnell können Sie gar nicht nach links und rechts schauen. Schon haben Sie den Einstieg verpasst. Leider wird das bei Gold nie der Fall sein, denn hier haben die Finanzaufsichtsbehörden tatsächlich eine Handelsbeschränkung eingebaut, dass eben genau so etwas nicht passieren kann. Und diese Einschränkung funktioniert wie folgt. Wenn der Goldpreis um ca. 100 US-Dollar gestiegen ist und das innerhalb von kürzester Zeit, dann wird erstmal ein Handelsstopp verhängt. Das heißt, für 5 Minuten ist der Handel mit Gold ausgesetzt. Sie können weder verkaufen noch kaufen in dieser Situation. Und das führt natürlich dazu, dass man solche Preiserhöhungen, vor allem auch emotionale Panikkäufe, entweder nach oben oder nach unten vermeiden kann. Und das ist natürlich auch traurig, dass da mal wieder manipuliert wird. Der Preis kann sich nicht frei entfalten. Aber selbst mit künstlich gedrosselter Geschwindigkeit ist und bleibt der Goldpreis interessantes Investmentvehikel. Denn eins ist klar. Sobald morgen oder übermorgen die Nachricht kommt, dass eine Bank gegen die Wand gefahren wurde, und sobald der nächste Immobilienriese in China kippt, steigt der Goldpreis. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur, dass er steigen wird. Last not least gibt Jim Rogers noch seinen Kommentar zu anderen Rohstoffen. Einige von ihnen sollte man momentan definitiv auf dem Schirm haben. Erdöl und Erdgas ist ungeachtet der Elektroautorevolution ein Dauerbrenner. Auch Windkraft und Wasserkraft zeigen Trends nach oben. Alles, was unsere energiehungrige Wirtschaft wieder auf volle Kraft bringt, ist wertvoll. Alternative Energien gewinnen logischerweise an Bedeutung. Der Ölpreis ist auch mittlerweile von knapp 27 Dollar auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das heißt, im Nachhinein gesehen hätte man mit Erdöl eine bessere Performance gehabt. Nun ja, hinterher sind wir immer schlauer. Wenn man es mal in Zahlen vergleicht mit dem Silber- und Goldpreis, Silber hat sich in der zurückliegenden Pandemie nicht mal verdoppelt. Andere Rohstoffe machten das Rennen. Wohl dem, der seine Rohstoffinvestments breit genug gestreut hat. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes.
Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.